Der UNO-Sicherheitsrat ist für ausgedehnte humanitäre Pausen im Gazastreifen. Der Bahnstreik in Deutschland hat kaum Auswirkungen auf Österreich. Im Studio ist Felix Schneider-Storm. Wochenlang ist im UNO-Sicherheitsrat um eine Resolution zum Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas gerungen worden. Jetzt gibt es eine Einigung. Die Kämpfe sollen vorübergehend eingestellt und Zivilisten geschont werden. Die USA, Russland und Großbritannien haben sich der enthalten. Mehr von Hartmut Fiedler. Es ist die erste Resolution des Sicherheitsrats seit dem Terrorüberfall der Hamas und dem Beginn der israelischen Angriffe. Wieder hat es ein Tauziehen um Formulierungen gegeben. Zum Beispiel darüber, ob der Sicherheitsrat etwas verlangt oder nur dazu aufruft. Diesmal hat es am Ende aber ein gültiges Ergebnis gegeben und den Aufruf zu humanitären Pausen im Krieg und den Aufruf, die verschleppten Geiseln freizulassen. Die Konsequenz bleibt abzuwarten. Mehr als ein erster Schritt ist es nicht. Die Leiden der Zivilbevölkerung in Gaza hören nicht auf, werden möglicherweise durch die Lieferungen größerer Mengen von Hilfsgütern gelindert. Aber der Krieg geht vorerst weiter. Die Lohnverhandlungen im Handel gehen heute in die dritte Runde. Die Gewerkschaft fordert im Namen der mehr als 430.000 Handelsangestellten 11% mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt. In Deutschland sind die Tarifverhandlungen bei der Bahn bisher erfolgreich.